Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Oxenfree. Das letzte Mal haben wir ja uns entschieden, zuerst mal Clarissa zu helfen, warum auch immer das jetzt hier gerade schon durchgestrichen ist. Das war bei Ren ja auch schon so, dass sobald wir hier in der Nähe waren, dass es durchgestrichen war. Aber ja, wir helfen erstmal Clarissa und nachher Ren. Ich weiß nicht, ob das jetzt so besonders gut ist für Ren. Ich hoffe einfach mal inständig, dass er dadurch nicht stirbt. Aber ja, wir müssen ja erstmal noch Clarissa erreichen. Und vorher gibt es, glaube ich, hier dieses Graffiti, was uns diese eine komische Fragensequenz zeigt. In the daytime, this is pretty much Skater Mecca. I can tell. Oder noch nicht, aber das war definitiv in diesem Raum, oder? Kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass das nicht dieser Raum war, wo wir da... Hey, that's... Clarissa! Clarissa, hold up! Oh, damn it. Jonas, what happened? Are you all right? Oh nein, hier ist der erste Spiegel. Jonas, can you hear me? Okay, ich gehe jetzt erstmal runter. Weil ich bilde mir ein, wir brauchten hier den Code von der Tür für später die Frage. Wenn mich nicht alles täuscht. Oder? Nee. Hm. Vielleicht habe ich es mir auch nur eingebildet. Ist das vielleicht doch im nächsten Abschnitt hier bei US Army RCS erst? Und hier war das andere. Ja, es muss ja eigentlich hier oben jetzt was... Ich erinnere mich an das Foto, was wir dann gleich schießen werden und da... War das gerade im Fenster beim ersten Mal auch so? Ich bilde mir ja ein, dass es nicht so war. Also entweder ich habe wie schon wieder einiges vergessen oder das hier im zweiten Mal ist tatsächlich heftiger. Und ja, hier ist ein Schloss und unser Walkie-Talkie. Das Walkie-Talkie... Nee, das ist irgendwie Country-Musik oder so. Okay, der Grund des Zweiten Weltkriegs für Amerika, okay. Okay, das war neu, testing, oder? Testing, testing. Okay. I can't hear anything outside at all, but luckily this radio thing's working. Look, whatever. Clarissa's not in here and it's just a room, so like, riddle me that, first of all, and then second of all, I can't get out. Yeah. Hold on. I'll check. I can't hear anything outside at all, but there's just a really weird lock here. Does anything out there explain what this is? Ja, ach so. I'm okay. Das Schloss mit dem Radio. You know, I thought it was dark out there. But let me tell you, when you're trapped in... Oh, a pretty suit. Hello, are you... Look, is someone there? When the time comes, let Jonas talk to his mom. How is this possible? What's going on? Ich hab zwar auf das drauf geklickt, aber... I mean, you saw Clarissa too, right? Like, that wasn't just me. Because there's, like, nothing in here. There's no way she could have, like... There's no back. Ich hab das, glaube ich, auch ausgewählt. Ich hab das, glaube ich, auch ausgewählt, aber... Ich hab's jetzt ausgewählt, aber auch beim am Ende vom ersten Durchlauf. Ich frage mich, was von beiden jetzt gezählt hat, weil das war ordentlich verzögert, als ich drauf geklickt habe. Hm. Okay, what just happened? Cause that sucked.
Clarissa ran in there, disappeared into the walls, yeah, and... Yeah, I'm not really one to hate stuff, but I hated all of that. Kann ich verstehen. Oh, die Codes. Oh, here's a padlock code. 3418. It's on a list of... Huh. They call codes cookies. Is that slang or something? I don't know, but we got the combo, so great. Hey, did you see that? In the mirror? The reflection was weird. Don't think I'm nuts or anything, but my reflection kind of gave me, like, fatherly advice that made absolutely no sense when you were stuck just now, so... Wait, seriously? I'm gonna take a picture, see if the flash will make something happen. Okay. Okay, make it snappy. Get it? I'm choosing not to get it. Ist es dasselbe Creepy-Foto? Ist es. Wir haben eines allerdings verpasst. Ach, das ist das eine Foto, was wir nicht bekommen haben, weil wir das mit dem Ball, weil wir am Campingplatz in dem Time Loop noch nicht waren. Da kommen wir dann wahrscheinlich erst später hin. Oder? Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Radio locks. The technology here has always been... It's like primitive and from the future. Yeah, no, it's something. Is this what you were talking to me on? Yep. Old girl did the trick. Do you think maybe, Clarissa was using this before? You know, to call us and everything? Yeah. Lines up, I guess. But she's still been transmitting, so she must still be in here somewhere. Dieses Mal werde ich in der einen Sequenz, wo Clarissa durch einen vor einem Spiegel vorbeiläuft, das war glaube ich später im Adlerhaus, werde ich das übrigens schauen, dass ob sie eine Reflexion hat. Ich könnte so schwören, dass das hier drinnen war, aber vielleicht war es auch woanders. 3 4 18 and voila. I don't know. Okay, just making sure. I'm just gonna pretend it didn't happen, so let's just carry on. Machen wir. Dann war das doch nicht da, oder haben wir das jetzt mehr oder weniger einfach geskippt, weil wir zuerst zu Clarissa gegangen sind und nicht zuerst zu Ren? Vielleicht passiert dann dafür extra Stuff bei Ren, dass halt quasi immer die zweite dieses Quiz oder der zweite, den man rettet, dieses Quiz hat. Oh, gonna hate to go out in that. So actually, before we press on, I've had to go pee for like a while now. So since we're stuck anyway, I thought. Oh my God, go in the corner then. I'm sorry. I know this is like way too much too soon for us right now, but I'm gonna totally explode. I'll force it out fast. This is... If the knight needed a capper, this is it. Right here. My vagrant new stepbrother. Peeing on a rat. Don't look at me! I know the acoustics are really carrying it. Sorry. Wobei, beim Regen, wie gesagt, ist das ja eben nicht so schlimm. Habe ich, glaube ich, beim ersten Mal auch gesagt. Nee, ich glaube, es war... War das nicht sogar in so einem Raum? Doch, das war da unten, oder? He volunteered for submarine service. Ich verstehe immer noch nicht, was es mit dem Tiger hier auf sich hat. Aber naja. Clarissa! Okay, that was definitely her. What is she... Is this just like a game to her or something? Clarissa, come back! We came to help you, don't... Hello? Is this going out, or... Wait, I can hear myself, that's not... Oh, man, maybe God, she didn't see anybody... us, I don't know, but... Whatever, she still has a radio, so we still gotta get to her. Ja, ich frage mich nur eine Sache gerade. Kann man das auch schon jetzt machen, oder noch nicht? Doch, kann man! Charlie 6. Every individual, it is maintained, is enveloped in a radium invisible to the carnal eye and only perceived by the soul accustomed to it. Orderly! Orderly!
Moment, falsch. Ah ja, doch, man kann das also jetzt schon machen. Und das war auch, glaube ich, die erste, die wir jetzt gefunden haben. Das heißt, ich habe nämlich nicht gedacht, dass man das am Anfang schon machen kann. Dabei ist es so logisch, dass Ren hat uns doch sogar gesagt, bei so Steinhaufen soll man das machen. Ja gut, das habe ich beim ersten Mal, wie gesagt, nicht gecheckt. Ich frage mich nur gerade, könnte man theoretisch... Ja, nee, man kann nicht weg. Okay. Ist auch ein bisschen blöd, jetzt wo man Clarissa so dicht auf der Spur ist. Ja, genau, das war der Raum, ich erinnere mich. Und diesmal werde ich versuchen, alle Sachen richtig zu beantworten. The handprints are a macabre touch. Do you know who did that? Please tell me it's like a known thing teenagers here do or something. It's probably like children. They have such little hands. Yeah, little kids just making a mess of things. What was that? You heard that, right? Something just fell. Relax. I'm sure a bird landed on a piece of loose masonry or something. Probably. Ich glaube, wenn ich versuche, das Böse zu sagen, wird Jonas das nicht gefallen. It's not opening. Clarissa! Ich werde sie umbringen. Nee, komm. I'm worried. Something must be really wrong. Clarissa's a lot of things, but she wouldn't do whatever this is. We can't leave until she shows us where that radio is. I know it's annoying, but it's our only hope for getting us out of here so far. Ja, dann müssen wir uns dem Quizmaster stellen. High in the Cascade Mountains of Washington, the Navy opens the world's largest radio transmitter. Its 1,000,000 watts can flash a message around the world in a tenth of a second. Hey, kids, want to play a game? God, can you believe this? No, I can't. Hangman? Be sharp and listen, mister. This is going to tell the classification board a lot about what can be expected of you in the future. How many questions will you be able to get in the allotted time? Like a test? Hey, why are we being tested? What did we do? Here's a simple one to start, so don't hold your breath. What is the name of the school you are standing in? School we're standing in? Isn't this Nine. Like a classroom? U.S. Army Radio Communications School. That's the stuff, Charlie. Now you're swinging. It all goes into your final rating. You want to get a good rating, don't you? You want to be a good soldier? Why the hell would we want to be a good soldier? Yeah, sure. If that's what you want. Excellent. Das ist, glaube ich, wichtig. What is going on? I feel like I'm stuck on a tilt-a-whirl. Just keep the pointer on the button. Question two. What did the communications officers at Fort Milner call codes? Ja, ganz einfach. Who would know that? This isn't World War Nine. II. You call codes cookies? There. Now you're cooking. Coded radio transmitters have an important job, and you wouldn't want them to be unqualified. Why on earth would I? What does this have to do? We are an island race, and through all our times, the sea has ruled our breaks. All right, if I'm answering the questions, you can leave Jonas out of it, okay? One last round, and you've cleared your exam. Yeah, okay. Ready. How many officers died in the sinking of the USS Canaloa? Ten. Other ships. Wie viele Offiziere? Es waren 85 Offiziere, 12 Passagiere und 53 ist, glaube ich, komplett unrelevant. Ich glaube, ich habe beim ersten Mal 12 getippt, aber es waren nämlich insgesamt 95. Ich weiß nur nicht mehr. Oder 97 oder so. Es war 85 und 12, aber ich weiß leider nicht mehr, ob es 12 Offiziere und 85 Passagiere waren oder umgekehrt. Aber es müssten 85 gewesen sein. Weil, ich meine, das war ein Militärschiff, da gibt es nicht so viele Passagiere. Wobei, Offiziere. Ah, damn it!
Ach, dammit. Also, wenn mich nicht alles täuscht, dann waren es 12 Passagiere und viele Offiziere, weil ich mir noch beim ersten Mal kurz gedacht habe, ich glaube, ich habe sogar gesagt, dass es irgendwie ein bisschen seltsam ist. Allerdings ist es ein Militärschiff. Ich glaube, ich habe es ziemlich genau so gesagt. Also, ich bilde mir zwar ein, ich habe 85 beim ersten Mal auch gesagt, aber das da oben ist sowieso Quatsch. Ich versuch's einfach mal, auch wenn es vielleicht dasselbe war wie beim ersten Mal. 85? Correct. Doch. 97 brave men and women died on the USS Canaloa. 85 officers, 12 passengers. Doch, ich habe mich richtig erinnert. Doch, geil. It all adds up to another fact for the classification board. Wer, da kommt jetzt noch mehr Stuff. Just another fact among many. Man, I didn't need to get that far. Jetzt müssen wir doch das hier machen, oder? Oh ne. Jonas. Er sagt doch, okay, I didn't need oder so. Oh. Das sind immer die Momente, wo ich Gänsehaut bekomme. Das ist immer noch cool. Flieg, Jonas! Was? Fühl dich wie ein Soldat? Werde ich... Okay, das ergibt keinen Sinn, was der da sagt. Soweit ich weiß. The United States submarine Canaloa is shown for the first time in Pacific waters patrolling for the enemy. Pacific waters patrolling for the enemy. Through the periscope, the commander looks out over the ocean's surface. Canaloa was lost today. Lost at sea, near... Why are you here? Was it something we... What a question. Never left. What are you? And the panic of the... Don't panic. Don't panic. Don't panic. What? That was not fun. Are you feeling better? I'm feeling. Let's start with that. This has been United News. And thank you for listening. This is just unbelievable. Yeah, so anyone, come on, can anyone just... That's gotta be Clarissa. Let's get her and get out of here. Or use her radio and get out of here, but let's just get out of here. Ja, und lass sie nicht aus dem Fenster springen. Wie wär's damit? Ich frage mich ja, wie viel Alex von hier jetzt dem Time noch weiß. Clarissa is asleep right now. Be still so as not to wake her. What? Huh? Jonas? Ich kann nichts mehr machen. Wow. Wow. Geil. Ich kann nichts mehr tun. Ist ja geil. Jonas ist so nah an mich dran geklettert, dass er mich stuck haben lässt. Ich muss das jetzt hier offenbar nochmal spielen, oder? Ja gut, also wir haben den ersten Bug gefunden in dem Spiel, glaube ich.
dass wenn man ganz oben an der Leiter ist und noch nicht hochgeklettert ist und jemand einen ganz nah auf die Pelle rückt, dann kann man nicht mehr hochklettern. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns in einer Sekunde wieder. So, wieder an dieser Stelle werde ich jetzt diesmal die Leiter erklimmen, ohne... Clarissa is asleep right now. Be still so as not to wake her. Mir fällt gerade übrigens auf, diese Dreiecke, die öffnen wir ja immer. Und insgesamt öffnen wir ja, glaube ich, 4. Oder 5. Wir öffnen einmal am Anfang in der Höhle 1, einmal hier, einmal bei Ren und einmal ganz am Ende. Ich weiß nicht, ob mir noch eins abgeht, aber es sind 4 oder 5. Und wir sind 5 Leute. Vielleicht... Wir öffnen eines für Ren, eines für Jonas. Wir öffnen nie eines für Nona, außer vielleicht das allererste. Und ganz am Ende öffnen wir wahrscheinlich eines für uns. Clarissa. Oh, well, look at this. The Super Twins decided to grace me with their presence. I thought maybe I wasn't good enough for a house call, Doctor. So, are you all right? I mean, yeah. Why? Yeah, sure, my hair might be a little weird, but there's not a lot I can do about that. You just sounded off, I guess. Right? Didn't she sound off? I don't really know what she normally sounds like. Well, I mean, I don't know. I'm fine now, so... All right, where's this famous radio? I don't know. I can't get it to do anything I want. Alex, want to take a look at this? Ich hoffe jetzt, dass Clarissa diesmal nicht aus dem Fenster springt, aber ja, mich wird's auch nicht wundern. No, this is like a low frequency thing. It's just meant for the base. It won't. I don't think it can beam out. Really? No, isn't there a... The officers who know your problems full well will give you a friendly and sympathetic hearing. Who is that? Crosshair? Like, what? Was all this stuff here a minute ago? Because if it was, there is something seriously wrong with me. Something's... I don't know. Yeah, this isn't good. Das ist der Raum, der hier mal war, bevor er zerstört wurde. Nee, runterklettern braucht man nicht. We already saw this, I think, in the cave. Or this type of transmitter, at least. Clarissa must have been using this to talk to us, right? I don't know why she would have left, though. Yeah, but Clarissa's not here, and I don't know how she left without blowing past us, so maybe we should focus on that? True. The stuff, it's like the base is reverting back to when it was functional, or that's not the right word, but... Yeah, no, I know, it's crazy. This is crazy, this is... I don't even know, it's just nuts. Ja, und das haben wir beim ersten Mal, wenn mich nicht wirklich alles täuscht, nicht gesehen. The cave triangle people said, like, I don't want to... Look, I just want to try something. Like, if we can't call out, maybe we can try that thing... talking to, like, ourselves, you know? Just, this makes sense in my head, okay? Okay, sure. Alex, can you hear me? It won't be so easy. Cross your fingers. Fart barf, that didn't work. Yeah. Sure didn't. Aber vielleicht ist das die richtige Art und Weise, wie wir es alles verhindern können. Clarissa! Is there anything, like, can we cut her down with something? Holy crap. What is it? Is something wrong? Or not? We keep doing the same... We've gone through this door, like, twice now, and it keeps... The events keep changing. Are you feeling okay? 'Cause I'm not really following. I'm not nutso, Jonas. We've, like, done this. We've gone through this door and seen Clarissa twice now, and we're about to do it a third time. Okay, all right, I'm sorry. I believe that. You believe this, so all right. Just keep me posted, I guess, on how that develops. Machen wir. Clarissa? I would have swore she was in here. Better gone than dead. Oh. Maybe this was the thing, the radio she was using. If we can get it to
I mean, she got it to kinda work, so we should be home free. Yeah, it only broadcasts within a short space. It's not gonna do what we need it to. Really? How do you know? Naya. Jonas, we're in a loop. We already... just... it's okay. Knock yourself out. Ich weiß nicht, ob Jonas uns dieses Mal glaubt, aber... ja, versuch's, Jonas. Komm. Wir versuchen derweil, hier alles in Ordnung zu bringen. Clarissa! Oh nein. Clarissa, what are you doing? Alex, don't worry. What is the matter with her? I will never forget that I am an American. Clarissa, will you wake up? Responsible for my... there will be other ships. And other souls to sail them. Oh my god! Why would she do that? Why would she do that? We're not... it's not like we're... She was like possessed. I just this is... Jonas, this is so horrible. I don't even know what to... We should get to the others. I can't even imagine telling them. Or how to tell them. I'm... telling them? I just want to... we have to round them up before anything else... before anything like this, like... I don't even know what happened here, Jonas. If they're thinking of doing the same thing? We'll figure it out. This is unbelievable. Das war mal die andere Dialogoption. Okay. Wow. There's no way she got up from that, right? Like, there's no way. We both saw what happened. That was... wait, she's... alive? How is that possible? I'd bet all the money in my pocket that no one could survive that. So why isn't she here? This isn't possible, because unless she's built of rubber... we did just go through a... sort of a temporal anomaly, a time thing. Maybe it's screwed with what happened? Well, regardless, good news? Na klar. Yes, Jonas, of course it's good news that Clarissa isn't dead. Christ. That's not why I hesitated. Of course it's good news if she's not dead. I'm just saying if. What, you think she's a zombie now? 3 seconds ago you said she couldn't get up from that. Now you're leaping right into zombie. I'm not saying she's a zombie. I'm saying we don't know what she is currently. Da gebe ich dir recht. Wie gesagt, bei so kleinen Sachen werde ich mal andere Optionen nehmen. Einfach um zu schauen, was da dann die Antworten sind. Und ja, ich bin jetzt gespannt, ob wir vom Campingplatz auch eine Zeitschleife erleben oder ob das... weil eigentlich war das, was wir gerade erlebt haben, anders als beim ersten Mal. Zumindest etwas. Nicht viel, aber wir haben da auch schon eine Zeitschleife gehabt, aber... well, guess it's Ren-time. Let's hope it's less eventful. Rette Ren, ja. Ich werde jetzt einfach mal den direkten Weg gehen, auch auf die Gefahr hin, dass wir dann vielleicht beim Campingplatz nicht crossen können zum über den Bridge Stand, aber... ah. Schauen wir mal, falls wir das überhaupt können. Vielleicht gibt es ja jetzt hier doch nur die Möglichkeit, dass wir nicht über die Brücke gehen. Ich meine, ich würde mich fragen, warum, aber... und ich hoffe, wie gesagt, inständig, dass Ren nichts passiert ist. Dadurch, dass wir erstmal... aber ich meine, Clarissa war wahnsinnig ähnlich. Also, ein, zwei Kleinigkeiten waren anders, aber sonst war es wahnsinnig ähnlich zum ersten Mal. Was mich hoffen lässt, dass Ren noch lebt. Weil ganz ehrlich, wenn einer von denen mal wirklich stirbt... wobei, ich weiß gar nicht, können die überhaupt sterben, wenn sie nicht... ich meine, sie können am Ende wahrscheinlich besessen sein, aber ob sie wirklich sterben können, weiß ich nicht einmal. Oh, wow. Wow, wir können hier nicht durch. Okay. Das heißt, wir müssen den langen Weg über dem Campingplatz gehen. Das ist gut zu wissen.
gut zu wissen. Und ich werde jetzt, wie gesagt, auch Ausschau halten nach den hier Anomalien. Weil ich möchte dieses Mal, wie gesagt, alle finden, wenn es irgendwie möglich ist. Zur Not werde ich einfach in der Komplettlösung schauen, sollte ich. Weil ganz am Ende konnte man ja noch einmal mit Alex alleine mehr oder weniger, oder vielleicht mit Jonas, mit Jonas war das, genau, losziehen. Ich weiß übrigens, ich glaube, ich werde dieses Mal versuchen, mit Ren zu gehen. Weil es hat Ren nicht getötet, dass ich mit Jonas gegangen bin, als wir am Harden Tower dieses Auseinanderwürfnis hatten. Aber vielleicht hat sie noch nur nicht gestört, weil wir keinen der beiden Recht gegeben haben. Ich glaube, ich werde auch wieder keinem von beiden Recht geben, wenn wir dann beim Tower bei dieser Auseinandersetzung sind. Und dann werde ich aber dieses Mal mit Ren gehen. Also ich werde quasi dieselben Optionen sonst wählen, nur dann mit Ren gehen. Okay. Ach so, nee, hier gab es keine von diesen Anomalien. Außerdem kommen wir hier eh noch ein paar Mal hin, also. Die Adlerbriefe können wir ja jetzt noch nicht machen, weil wir noch nicht auf 140 hoch in der Frequenz kommen. Was war das gerade in meinem linken Ohr, was sich wie Radiorauschen angehört hat? Bisschen beunruhigend. I didn't realize just how much woods there were. This is like a genuine forest. Yeah, it's like, what, 20 square miles or something? It's like half the island. Yeah, I thought it was just gonna be a park or something. This is like only the front door. Just wait. But I just want to make sure, you know, that... Das ist we neu. Do know where we're going, right? Wait, what just... Oh, man, things are happening, I think, that aren't good. Or maybe not. I don't really know. Das war definitiv was anderes als beim ersten Mal. This thing's so weird looking. Apparently it's 400 years old. There's a cafe in town named after it. And next, on the tour of Edwards Island, an old bush. Yeah, no, you're right. Who cares? History, am I right? I'm not making fun. It's just... It's a tree. Aber ein cooler Baum. But I just want to make sure, you know, that we know where we're going. Und vor allen Dingen, dass... We do know where we're going. Yeah, of course. It's just over the river and through the wood, like the song. Yeah, but in the song, the horse knew the way to carry the sleigh. Through the white and whatever snow, I think. Yeah, and in this particular scenario, I'm the noble steed who will lead us merrily to Grandmother's house. And Grandmother being... Being Ren, right. You know, this whole place really creepily reminds me of a park or woods, I guess, near where I used to live. It's really kind of felt just like this. Oh, yeah? What was that one called? Peabody, I think. I'm trying to remember the sign, but like half the letters had fallen off, so it spelled pea pork. My dad was really happy to move here, you know? He said the schools were safer, less knifings per capita. I guess he never considered the danger of whatever's happening right now. But, you know, everything's got something. Yeah, we once had a mall Santa who was kidnapping kids. I think that's been so far the scariest thing that's happened. Well, I mean, to be fair, that does sound pretty scary. Stimmt. When Franciscan friars noted that its unusually twisted trunk is bent true north. When he was stationed at Fort Milner, Colonel Tim Russell would frequently wander the woods west of his barracks and sketch the wildlife he'd encounter on his walks. After the fort closed in 1974, he led a petition to make the land federally protected, and in 1988, he succeeded. Now, Edwards Forest is an internationally recognized wildlife refuge and bird sanctuary, home to 120 bird species, most notably the white-tailed towhee, a large sparrow indigenous to only this island. The roosting tree that stands before you is a 400-year-old red alder, famous since its discovery in 1655, when Franciscan friars... Okay. Das heißt, die towhee Woods sind nach den Vögeln benannt.
Und ja, rein theoretisch könnten wir jetzt hier zum Bridge Stand gehen. Aber ich werde doch nochmal den Weg hier oben lang gehen. Weil da oben auch eine dieser Anomalien ist. Jonas? Das gefällt mir nicht, dass Jonas einfach rumsteht. Ja gut. Bitte, bitte steh nicht einfach rum, Jonas. Ich habe wirklich ein schlechtes Gefühl, wenn ich ihn nicht sehen kann. Hier, was? Ach so, hier war ja... Ach ja, hier war ja dann der Adlerbrief. Genau. Ich erinnere mich. Jonas. Oh, ich habe echt ein ungutes Gefühl. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir mehr oder weniger Jonas irgendwo stehen lassen. Aber ich glaube nicht, dass das vom Spiel geplant ist. Vor allen Dingen, es ist halt in Videospielen immer so eine Sache von den Entwicklern. Wenn sie Sachen entwickeln, die auch Bugs sein könnten, ist es immer... Jesus, what are you doing jumping across that? There's another way down here. Look, Jonas, I do like a million jumping jacks a day. This is nothing. Oh, I didn't realize. Sorry. Und er ist offenbar immer noch da unten. Vielleicht kommt er gerade nach, aber... Wir gehen dann einmal hier über. Das würde mich mal interessieren, wenn wir hier rüber gehen, ob Jonas dann automatisch bei uns ist, ob er den unteren Ausgang wählt oder... Oh ne, ich glaube, Jonas kommt uns nach. Derweil können wir... George 3. It'll be good having somebody else here to watch after the grounds, Bill. I was at Park Warden in Grants Pass, so this will be old hat to me. William Marshall, a local park ranger working in Edwards Forest, killed himself today after what his wife describes as a years-long battle with depression. His body was found hanging from a tree in the... Und das ist Anomalie 2 von 12, genau. Die haben wir auch schon gehört. Ich bin gespannt. Wir haben ja 8 Anomalien von 12 gefunden. Ich bin auf die 4, die wir noch nicht gehört haben, sehr gespannt. So, Bridge Stand. Wir kommen jetzt hier über den oberen Eingang. Ich habe gar nicht mehr gewusst, ehrlich gesagt, dass es hier 2 Eingänge gibt. Aber na klar gibt's die hier. Ich dachte ehrlich gesagt, die gibt's beim Epiphany Field, aber... Nee, es gibt hier 2... Okay. Na doch, da unten, ja klar. Hier unten gibt es auch keine von diesen Anomalien, von den Steinen. Aber es gibt den Friedhof. Da wo... Und hier ist Ren in dem einen späteren Ding von der Brücke gesprungen. Warum ist da ein Cable Car hier? Couldn't they have just made like... Just like a normal bridge? It's not a cable car, it's a bridge ferry. Bridge ferry? That I'm meeting. Yeah, it's kind of neat, right? It's like going on a gondola ride. It looks less than welcoming. Or at least it doesn't look very inviting. Or... I don't know. I think we have to. Oh, come on. It's the woods. There has to be like, I don't know, other dirt we can walk on to get to Ren. It's a chasm, Jonas. What do you want me to say? All right. Well, let's just see if we gotta take the, conveyor thing. It's been rotting here since the invention of ovens. Oh, check out the small cemetery in the Pacific Northwest. Literally, it's from the 1800s. Jesus, thought that was a pet cemetery. I'm kind of relieved, this island's depressing enough. Das stimmt. So, die haben wir, glaube ich, auch gehabt, oder? Easy 3. If indeed he find fault with anything, or expose it, with charity, the abbot shall discuss it prudently. Bless perchance God has sent him for this very thing. Also, ich verstehe diese Dinger nicht so 100%. Ich glaube tatsächlich, das sind einfach die Erinnerungen oder
andere Sachen von Leuten, die schon mal dort waren, die schon mal von den Geistern besessen wurden, als sie hier waren. Keine Ahnung, was das andere war, was ich gesagt habe. Hat nicht viel Sinn ergeben. Aus diesem Grund mache ich hier mal eine kurze Pause. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Oxenfree. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und nächstes Mal werden wir dann wahrscheinlich sehen, was es für eine Alternative bei Ren gibt. Bis dahin sage ich Tschüss, Leute!